Information in libero Stato, freie Information in freien Staat, fordert Beppe Grillo. Und deshalb ist Beppe Grillo im italienischen öffentlichen Fernsehen nicht richtig erwünscht. Er ist sozusagen nicht erlaubt. Und er hat sowieso keine Lust mehr auf das Fernsehen. Ich meine, viele haben keine Lust auf das italienische Fernsehen. Als Zuschauer meine ich jetzt. Es sei denn, man ist Mann, hetero und total geil. Dann ist es ein Riesenspaß. Schon bei den Nachrichten bekommt man die Vorspeisenhäppchen. Signori, signori, buonasera. Da sitzen die leger gekleideten Journalistinnen mit ihren Silikonlippen so groß wie Schlauchboote. Später, bei den Quiz-Sendungen und bei den Shows, da bekommt man die Hauptspeise. Also Titten und Ärsche, so weit das Auge reicht. Da tanzen und recken sich die Showgirls und gewähren der Kamera Luft und Einblicke unter ihre Röckchen. Im Sommer werden sie gecastet. Da fahren sie zu den Castings mit ihrer ganzen Familie, Mutter, Vater, Cousinen. Und da wird ihnen immer eine Frage gestellt. Was ist dein Traum? Mein Traum ist, in diese wunderschöne Kiste einzusteigen, ins Fernsehen. Sehr gut. Und was ist dein Traum? Ich bin intellektuell. Ich will Weltsprachen lernen und ich will den Weltfrieden. Und sonst? Ist das alles? Kann ich ganz ehrlich sein? Ja, bitte. Ganz ehrlich? Ja. Ich will viel mehr. Mein richtiger Traum ist, einen weltbekannten Fußballer zu heiraten. Ja, das hat uns Berlusconi eingebrockt. Seit 30 Jahren werden Italiener mit seinem Privatfernsehen gedopt. Deshalb haben sie ihn zum dritten Mal gewählt. Weil sie nur das eine wollen. Titten, Hintern. Ja, nicht nur die Männer, auch die Frauen. Wenn sie jung sind, wollen sie Showgirls werden. Wenn sie im mittleren Alter sind, möchten sie, dass ihre Töchter Showgirls werden. Und die Omis, sie möchten das einfach bei ihren Freundinnen angeben. Und die ist heute Abend mit einem bekannten Fußballer verabredet. Und was für einen harten, sagt immer Umberto Bossi, der Chef der Lega Nord. Wir Norditaliener, wir sind keine Mittelmeerleute, wir sind Kelten, sagen die Rassisten der Lega Nord. Und da verteidigt sich jeder, wie er kann. Ich mit meiner Afromähne verteidige mich damit. Mit der Keltenmütze. Sehe ich blond aus? So rot-blond, wenigstens ein bisschen und blauäugig. Das letzte Mal, als ich das anhatte auf der Bühne, da sagte ein Zuschauer zu seinem Nachbarn, ja, sie macht das, weil sie traumatisiert ist, wegen dieses Anti-Islam-Kongresses im September. Das war ein Flop. Aber da hat sie sich gedacht, sicher ist sicher. Als Blonde, ne, bietet sie weniger Angriffsfläche. Aber mein Vater hatte mir das schon nach Solingen, Hoyerswerda und Rostock gesagt, warum färbst du dir die Haare nicht blond? Da kannst du problemlos in ganz Deutschland, auch in die neuen Bundesländer fahren, ohne als Kanakin erkannt zu werden. Ja, und mit der Kältemütze kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich komme problemlos überall durch. In Deutschland und auch in ganz Italien. Ja. Wie komme ich jetzt auf das Risotto zurück? Zum Risotto ist Parmesankäse durchaus erlaubt. Das ist ein norditalienisches Gericht.